Muss mir irgendwas machen mit der wegen der rechten Radbremse. Stellt sich ganz hinten. Mit den Schildern starten wir sicherlich wieder, Jo. ne? Boah, geil, hier rollt man an den ganzen stehenden und rollenden Maschinen vorbei. Wunderbar. Wir brauchen wirklich bald mal hier einen eigenen Platz, auf dem nur wir starten dürfen auf Attack. Das ist übrigens bei Storm of War ein Thema, dass die Blauen sich ein bisschen einigen, welche Einheit welchen Platz kriegt und so was für die Mission. Ach, wirklich? Gelbe 5 ist Lebano, oder? Ja. Positiv, ja. Okay, ich bin neben dir in der 88. Ah, schön. Ja, ich roll grad los. Dann lass dich mal vorbei. Wenn ich mal Was hier ist hin. denn der Rest der Bomber? Du musst Alle in geradeaus auf östliche 1 Richtung Uhr, vom 2 Uhr, Platz. Es da ist um bei die euch Halle eher über drumherum. Lisa und dann War um die östlich Halle hoch. drumherum. Da rechts auf deiner 1 bis 2 Uhr drumherum. Geht lieber links rum, da habt ihr einen kürzeren Weg. Wir treffen uns dann östlich von Ja, du Osten weißt ja gar nicht, wo er gestartet. steht, du hier. Der steht neben dir, hast du gerade gesagt, und du standst eben neben mir. Ja, da stand ich aber eben. Ach, das sagst du, als ob du so schnell wärst und den Motor überhaupt schon anhättest. Ich wollte dich eigentlich nur zur Ruhe bringen. Oh Mann. Genau, Gegenteil erreicht gleich. Ja. Aber jetzt streamt der Karaya schon, jetzt müssen wir aufpassen, oder? Ja. Was wir jetzt hier Guck, erzählen, nicht hier für die die Zuhörer. Kreis Nein! am Boden schieben. Keine Österreicher Witze. Heute mal nicht, okay. Hörst du Rest nicht schon die Groupies im Jugoslawien Nord. Hintergrund kreischen? Oh nein, da steht sogar einer an der Sirene hier rum. Wunderbar. Hast du nie gesehen? Nee. Was? Ich sehe bis jetzt nur eine Der liegt 88, aber die gefährlich. am anderen Ende entlang tuckert. Mit den Schildern stoppen wir. Mit den Schildern. Ja, Ich super, tue dann bin mich ich genau gerade in mit der der falschen Richtung. 409 Die Jäger an. können sich bitte vor den 80ern aufstellen. Vor den 88ern. Ach, da hinten. Also Karaya, ich hab dir schon mal drei Zuschauer besorgt. Ja, ich sehe jetzt Meine leider Zeit. nicht, wie viele zuschauen, weil die ganzen Overlays funktionieren mit dem Grafik-API von Cliffs nicht wirklich. Also das ist eine halbe Katastrophe, was die da zusammen gecodet haben, die Entwickler. Weil alle, jedes andere Spiel funktioniert einwandfrei, nur Cliffs ist einfach so ein Jäger Arsch. bitte vor den 88ern. Na, ich befürchte aber, dass selbst Team Fusion da auf absehbare Zeit nichts ändern können wird. Ja, das hat doch sogar Luther mal gesagt, dass das die Trennung von Grafikoberfläche und dem eigentlichen Spiel eigentlich total hirnrissig war, aber das hat sich irgendeiner von den Programmierern eingebildet, was im Nachhinein betrachtet absoluter Schwachsinn war. Habe ich selten die Geduld, hier einfach mal über den ganzen Platz auf dem Taxiway oder wie heißt das zu rollen, aber im Moment hat man einen schönen Ausblick. Unternehmen wir Anglizismen, wir dann nennen mal das den Rollweg. ersten Ausflug in der Kurfürst. Auch kannst du jetzt auch mittlerweile recht gut fliegen, oder wie? Jäger vor Ja, die die Bomber. Kurfürst lässt sich jetzt nicht schön starten und landen. Vorsicht, Das mit hier ich der hab's vorhin eine mal wieder 88 versucht und das Goldleitung mit der endete 9er rein, im die Hangar. schnelle. Die Vorsicht. Kurfürst ist super. Wenn sie mal in der Ihr Luft rammt ist, mich macht da sie von Spaß, rechts ja. fast. Vorsicht, weiße 7, wer du auch bist. Uga. Wer so die weiße 7? Jetzt roll bitte. Wenn du dich schon vordrängelst. Louis, wir machen, wenn es geht, also wie gesagt, zwei Dreier-Grüppchen, dann kann die eine angreifen und die andere wartet dann noch. Ja, ist gut. Das zweite Ziel wäre dann nicht Boas, sondern Hautfontaine. Ist auch ein Platz, Oh ja. wo die achten, die Planner ins Starten können. Sind die alle noch unbeschädigt, weißt du was? Yep, haben sie gerade angegriffen. Warte mal, ich schau mal schnell. Hat Yep war schon beschädigt. Sun Yep Beam. ist noch nicht zerstört, glaube ich. Aber beschädigt 50% mindestens. Also ich glaube, für Dieb wird jetzt eine 88er reichen. Ah, Bois-Nord ist schon weg. Na gut. Oh, das sieht gut aus heute. Wenn die Jäger komplett sind, können sie dann losgehen.
Beimberg, du hast die Führung. Jojo. Voll im Soundpark, die weiße 1. Wir machen dann noch eine Platzrunde. Wir können die Jäger können sich dann schon mal ein bisschen hochschrauben. Also ich hätte meinen Monitor sauber machen sollen. Überall. Ach, wir fliegen doch Bomber. Da langt es doch, wenn wir das Ziel finden. Ja, überall Spitfire. Überall. So, die Blennies sind jetzt ziemlich aktiv. Wir sollten nicht zu lange ohne Jagd-Eskorte hier stehen, glaube ich. Da kommen eine 109 auf mich zugerollt, Vorsicht. 109, wer ist das? Vorsicht. Was gelbe 7. Oh, sieht aber eng aus, von meiner Warte aus. Okay, sind die Jäger alle bereit? Das war auch eng. Das war jetzt einfach passgenau, um auf die bereit. Landebahn zu kommen. Frag doch einfach, ob jemand noch nicht bereit ist. Jäger auf der rechten Flanke. Wir fliegen da mit Doppelwinkel. Was ist denn das? Ist jemand von uns? Oha! Alle JGC-Jäger bereit? Ja. Ja, dann bereit. Also, bereit. Okay, bereit. 2 Sekunden Abstand, links vorne Rakete. Kühler bitte auf, Rakete. Robic auf. Und lass sie rollen. Wir hätten eine Wette abschließen müssen. Ketzrakette. Greifen. Wie viele Ausfälle es geben wird, oder? Ja, nein, genau. Das ist ein Profis hier. Wenn der Falkenberg wieder verloren. Der Cockpit ist noch offen. 1 Solo. Abinato-Rakete. Bin ich jetzt eigentlich die hinterste 88? Weiß ich mal, Rakete. Ich stehe die letzte vorne. Ich stehe vorne links. Ja, wir haben. Rakete. Ich habe neben mir eine 109 mit Chevron, also mit Winkel. Hansi hat zweite Position links. Bebano rollt an. Bewolf rollt an. Balthasar rollt an. Pinata Solo. Sind sie alle weg von mir? Ich glaube, alle Jäger weg, oder? Rollt. Wir drehen eine Platzrunde. Video rollt an. Weiß ihm so. Das ja, denn hier so? Einer hat's nicht geschafft. Wie du links los. Pylon rechts los. Der Bano solo. Hansi hat links los. Balthasar solo. Der war solo. Du links los. Bayard rechts. Karaja links. Rakete. Boah, Wahnsinn, da oben den Haufen. Ja, schön, bei mir ruckelt's wieder wie Sau. Kackwolken hier. Jäger Stelle bei 10 aus. Vorgeleistet. Vorsicht, die vordere 88 nicht die Reifen zu hauen. 1, 2, 11. Wie du, Sulu. Ja, ich habe die Reifen zu hauen, bin trotzdem in der Luft. Sehen sah cool aus. Zurück komme ich nicht mehr. Ich lande als letzter. Nein, heute wird versucht durchzuhalten. 88 war es mal geradeaus. Lass mal schön Schwung holen. Ein Jäger steht da unten noch. Gehört er zu uns, der gerade Rakete macht? Das war der Doppelwinkel. Gehört er zu uns? Ist das Klink wohl? Klink? Nee, nee, das bin ich nicht. Okay. Gut, gehen die Bomber dann gleich auf Kurs? Nee, wir machen noch eine Runde zum Sammeln. Wir müssen bloß erstmal ausnivellieren. So, Video leitet links ein. Bomber sind die alle um? Ja, ich glaube ja. Wunderbar.
Grün, grün bin ich. Hanseat und Pylon kommt ja dann zu mir und du nimmst die andere Gruppe. Victor, ich bin auf deiner Rolf-Position. Die andere Gruppe ist Freiheit und Karaya, gell? Ist sonst noch jemand? Nee, gell? Nein. Wir gehen dann auf 240. Das heißt, dann. Ich werde von einem Dodo geführt. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ins Verderben. Ui, wo bist du gerade? Ich bin gerade auf der 7 Uhr von der Führungsmaschine, die ganz links außen sozusagen. Alles klar. Die zwei, ja, dann bin ich auf deiner 6 Uhr. Auf deine linke Seite. Boah, da vorne die Jäger, schön sieht's aus. Mhm, schön zusammenfliegen, ihr Jäger aus. Passt. Du, ich passiere dich jetzt auf deiner 3 Uhr. Ach, das bist, ich dachte, du wärst schon vorne an mir vorbei, das ist ja, ist dann Hanseat, gell? Wie viele 88er haben wir jetzt? 6? Oh, ja. Jäger jetzt über uns. 6 haben wir dann, ja. Die Bomber drehen jetzt über Lisa ein auf 240. Okay, ich bin jetzt die vierte Maschine. Da, wir fliegen einfach hinter dem vorderen Schwarm sehr nah dran. Ja, ich bin auf deiner linken sofort, auf deiner 9 Uhr. Die 88 oh ja, werden steigen auf Wolkenunterkante. Oh, sehr schön. Was haben wir denn da noch als Alternativ? Romvilliers oder so? Das sieht gut aus hier. Was ist denn als Alternative noch für Hautefontaine? Grandvilliers? Wahrscheinlich, oder? Ja, ja, Gänge auch. Oder Kreil kann man weiter durchfliegen. Octaville, ja, soll ich auch zählen, glaube ich, ne? Oder ja, das ist natürlich sehr weit weg unten im Süden. Ja, wenn ich das richtig sehe, bist du die Vorsicht, die weiße 6 in der Schnell gerade jemand. Ich bin die hinterste Maschine links. Ja, dann gehe ich rechts bei du. Die Jäger jetzt auf 9 Uhr von uns. Vorsicht, bin ein bisschen nahe, die linke fällt ein bisschen zurück, nicht weg. Welche Maschine ist jetzt da du? Wo ist in der Mitte jetzt? Ja. Ich bin jetzt rechts vom Dui. Okay. Bombe auf 240. Panzer Division, das war unsere. Grün, grün für die Bomber. Hier geht über Lisa auf 240. Der riesen Schwarm auf der 7 Uhr war an Jägern, Wahnsinn. Ab 18 Leute sind wir gerade aktuell. 240 Licht an. 19 im Teamspeak in dem Channel. Minus 1 wegen Helo, weil er nicht mitfliegen kann, dann passt das doch. Helo kann nicht fliegen. Hardware? Grafikkarte. Bomber ausgetrimmt. Ja. Victor. Ja, schön. Dann können wir mal schnell die. Wir werfen sowieso alles raus, also alle Schächte. Und ich mache aber einen Intervall. Intervall 1 Meter, gell? Na, hab jetzt schon mal da durchgeschalten. Warte mal. 1 Meter, ja. Und Bombenlänge unendlich. Jäger 1-0-10. Vitamine. Victor, Intervall, Bombenlänge und Intervall, immer. Unendlich. Besteht die Gefahr, dass die Bomben nicht alle zählen? Jo. Deswegen nehme ich es auch gern, also bei der 88, vor allem den ganzen 50ern. Wir korrigieren gleich wieder den Kurs. Sieht sehr gut aus hinter mir. Exzellent. Bomber, wenn er mal auf der 11 Uhr aus dem Fenster guckt. Ja, Wahnsinn. Ich seh nix. Wow. Hölle. Nix. Wow. Das ist Wahnsinn. Tja, im Vergleich zum letzten Jahr sieht es doch noch besser aus. Da waren wir nicht schon. Oh, da war der erste Ramm. Kollision. Ja, gerade wollte ich es noch sagen, ihr müsst doch ein bisschen Ordnung wahren. Oh Mann. Also, ich hatte meine Position eingehalten. Ich kann noch fliegen, aber nicht mehr gut. Breche aus. Ja, hier unter uns sollte jetzt ein Platz kommen, Lebano. Dann kannst du einfach eine neue Jagdmaschine nehmen.
Ja klar, und in Arras, wenn er da schnell raus... Es kommen ja noch zwei nimmt, Plätze. Könnt ihr auch abspringen schnell, dann geht's zackiger. Wer ist denn die linke 88? Der gute Pylon? Ja, ja. Geh mal ran, Pylon. Wie wollt ihr deine Maschinen noch intakt? Hast du mich touchiert, oder was? Da ist eine Blenheim. Aha, du hast mich touchiert gehabt. 10. Ich habe nichts mitbekommen, gar nichts gesehen, gemerkt in irgendeiner Form. Dann ist gut. Aber das ist schon ein halbes Schuldeingeständnis. Ja, ich wusste nicht mal, dass jemand in der Nähe war. Wird die Wahrheit ans Licht führen. Aber ja, das kann schon sein. Ich habe nur deine Nummer auf einmal vor meinem Cockpit gesehen, dann fehlt meine linke Tragfläche zum Teil. Eieiei. Naja, ich steige jetzt schnell neu auf. Bomber gibt mir dann nochmal später die Position in 5 Minuten. Ja. So, ich schreibe mal an die Verbündeten. Und hier über Rolf. Ist wirklich so einen großen Schwarm lassen, Falkenberg, da rammt ihr euch nur weg und vor allem kann keiner auf Feinde sich konzentrieren. Ach, Feinde gibt's hier nicht. Du kennst doch Falkenberg schon lange genug, du weißt, solltest doch wissen, woran er Spaß hat. am Würfeln und am Rollen. Da kommt der Lehnsherr sozusagen durch, weiß dem seine Knechte, die folgen ihm auch immer brav auf Schritt und Tritt. Und er feucht sie immer von rechts nach links. Kann das sein? Freiheit, du kannst mal ein bisschen anziehen, ja, ich hier. Ich bin aber nicht weit weg. Oder wir haben Gummiband, das weiß ich nicht. Ja, Freiheit sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist ja noch in meinem Recht. Rechts ist Freiheit, oder? Ja, ja, ich bin jetzt rechts. Rechts. Ja. Links ist Pylon und dahinter dir links ist Karaya. Karaya, ja, ich bin auf der 8 Uhr jetzt. Rote 3! Den Lader 2 bitte einschalten. Lader 2, 2 die Stufe. Grün. Den habe ich schon seit dem Start drinnen. Tust du im Automatik rein, ne? Ja. Oh. Macht ja nichts. Ja, das stimmt. Im alten ELZO konnte man sich sogar noch den Motor beschädigen, wenn man die ganze Zeit am Boden mit dem Höhenlader geflogen ist. Auf 1, 2, 12 Uhr, 10 Uhr. Quatsch. 1, 2, 10 Uhr. Muss mal kurz Lugi Lugi machen. Also langsam sollten wir ja von Calais sehen, oder? Nee, nicht Calais. Was sage ich denn? Amiens nicht. Was erzähle ich denn? Amiens. Amiens. Genau, da der Fluss wieder runter geht, der genau zu dem Flugfeld. Ja, wer ist denn da bei den Jägern ausgeschert? Ein gewisser Herr Kruger. Tut mir leid, aber da oben fliege ich nicht mehr mit. Ich bin gerade fast zweimal so mitgerannt worden, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Lass doch mal lockere Formation. Muss echt nicht sein jetzt hier. Wir könnten auch einfach mal die Gruppen aufteilen, dann ist es nicht mehr ganz Ruhe, so groß. Ruhe, folgt dem Falkenberg, der macht schon einfach Folgen erstmal. Und versucht es trotzdem entspannt anzugehen. Dann macht er halt die Abstände ein bisschen größer. Wir kommen jetzt in das Gebiet von Amiens rein. Jäger treten über Lisa. Machen wir ja. Sturzflugangriff eigentlich oder Höhenbombardement oder tief rein? Ne, wir gleiten rein. Also Gleitflug. Dann alles raus. Ja, wir als zweite Schwarm bleiben erstmal oben, gell? Victor, Victor. Ja. Armee auf 1 Uhr. Von den Bombern aus. Wie hoch sind denn die Wirken hier? Ziemlich hoch, ne? 2000. Ja, ziemlich hoch. Und ziehen sich aber dann bis 4000 oder so hoch. Ja, die Wolkengrenze in Cliffs ist doch 2000, oder? Höher kann man die nicht stellen. Na, ich dachte schon, dass du die so hoch mehr oder weniger stellen kannst, wie du willst.
Server-Einstellung glaube ich schon. Mit einer Karte hängen sie fast auf dem Boden, die Wolken. Bei so Wesen sind sie auch generell sehr tief. Ui, jetzt sieht denn da rechts der gute Freiheit vorbei. Ja, ja, ich hab... Vorsicht, Falt, muss immer ein bisschen auf Bühnen links achten. Ich will nicht weiß, dass, dass dann Karaya Probleme bekommt. Deswegen halte ich mich immer so leicht. Ja, ich möchte hier nicht gesandwiched werden. Noch zu früh jetzt, oder was? Ja. Großer Schle- so, ruhig mal ein bisschen aufpassen, auch an die Bomber übrigens. Vielleicht sehen wir ja hier Feindmaffin zuerst. Wir korrigieren schützen, über Rolf. Pylon, hau mal ein bisschen Gas rein. Bomber korrigieren über Rolf, bitte. Das ist irgendwie ein Hin und Her. Einmal bin ich dann zu schnell, dann ist der Tui wieder am Angasen. Ne, ich versuche mich immer hier halt, weiß, hinter Pylon noch gerade so zu halten, aber der macht es mir nicht einfach, der Gute. Bomber jetzt auf 2-1-0. Frage Bomberquelle. Wir befinden uns in BG9. Victor, verstanden, danke wieder. BG11, oder? Was denkst du? Wir sind nur noch nördlich von Amir. Nee, BG9, BG10, BH10. Ja. Wir fliegen ja da jetzt in den Sektor rein. Victor. So, Bomber-Level. Bring grün. Kühler, halb zu. Freiheit, du hängst schon ein Stückchen weit weg. Ja, ich häng wieder durch. Das passt doch. Passt doch alles noch im Sichtfeld. Man ist doch relativ schnell ran mit der Einer 88, muss sich den Hurricanes opfern. Ja, bin ja sowieso meistens ich. Ja, aber dann, genau, musst halt versuchen, wenigstens an einer günstigen Position zu fliegen, dann... Die Freiheit darf für den Feind nicht geopfert werden. Absolut nicht. Vorgaben sind vorbei. Ah, die Engländer sind ja auch wieder motiviert. Das wird eine schnelle Karte, glaube ich. Das kann sein. Es kommt immer darauf an, wie viele Plenies herumdüsen. Ja, aber es kracht zu viel. Aber Lisch ist gut, bietet sich halt mit denen an, das wird immer als erstes gleich mal bombardiert. Mal schauen, die Statistik sind schon einige. Wenn man mal überfliegt, so 5 bis 7 Stück werden es schon sein. Da geht's schon zur Sache. Ich wollte schon gerade sagen, fliegen nicht mehr so weit weg. Gerade unter uns helfen. Wir sind genau über dem Fluss. Ja, unter uns fliegt aber auch was. Ich habe auf 12 unterhalb einen Einzelflieger. Vektor. Das könnte Kruger vielleicht sein. Das bin ich. Zweite Form fliegt jetzt ein bisschen rechts versetzt zum ersten. Nicht schlecht, wenn unterhalb einer auffliegt. Das passt schon. Irgendwer muss mal die Bomber beschützen. So, ich guck mal durchs Loft. Du musst mal schauen, ja, schau vor allem den Fluss entlang, den richtigen. Ja. Dann, genau, kann man das nicht. Wobei ich mich bei Mondi.D immer schon schwer getan habe, ich weiß nicht warum, eigentlich müsste es ganz einfach sein. Seine Fluss gabelt sich doch bei Amir und der rechte davon ist. Ist glaube ich auf unserer 11 Uhr, oder? Das ist der Fluss und dahin ist auch schon der Flugplatz. Ja, wir müssen. Uhr. Wir müssten auf 240 sowas. Nee, eher über Lisa. Ich glaube auf 11 Uhr ist der Platz. Ich sehe ihn sogar schon. Das ist Rosier. Nee, das ist auf unserer 10, 9, soweit ich sehen kann. Mondidier ist der Platz direkt nördlich von der Stadt und es ist auf unserer 11 Uhr. Jäger drückt ein bisschen an unter die Wolken. Bomber bleiben unter den Wolken. Fragen ja. Kannst du ihn schon ziemlich gut sehen, wie du. Das ist die 11 Uhr. Der Platz nördlich von dem kleinen Städtchen Mondidier. Direkt am Fluss.
Ich bin mal so frei und mach den Schacht auf. Ja, wir werfen erstmal, zumindest nicht geplant. Wir bleiben erstmal oben. Ja, du, bestätigt. Aber wenn du den Schacht Ziel aufmachst, haben wir auch schon links mal Bomben mehr. Bomben mehr, bitte? Alle Bomben. Na, Victor, machen wir alle Bomben mehr und Schacht Victor auf. Oh. Achtung, Feinde werden gemeldet, Ruhe. Zwei Kontakte, 12 Uhr der Bomber. Hurricanes 4 Uhr unterhalb gemeldet. Die Bomber drehen bitte ein aufs Ziel. Die ganzen Bomber. Hurricanes 4 Uhr unterhalb sind tief auf Deck. Ja, ein Fighters 5 o'clock steht bei mir. Ein Kontakt auf 11 Uhr der Bomber jetzt. Abfliegen Kurs Richtung Nord. Sieht aus wie eine Blenny. Na, ich sehe ihn auf, ja, genau, 11 Uhr, 10 Uhr gleich. Der Bomber, selbe Höhe. Wenn es ein Jäger ist, könnte er gefährlich werden. Macht nicht alle hier jetzt weg, bitte, Jäger. Teilt euch mal auf, langsam. Na, ich deck die rechte Flanke. Alle, die rechts sind rechte Flanke, die links sind linke Flanke. Julia bleibt oben, ne? Ja. Wir halten die Höhe auf 20. Bomber, selbe Höhe. Kommt Hurricane, jetzt ran. Hurricane kommt rein, auf 10 Uhr nah. Kommt jetzt schnell ran, Jäger. Hat euch runterflogen, dreht jetzt nach vorne, Himmelmann. Nein, negativ, 8 Uhr kommt er ran. Selbe Höhe, fließt gleich. 9 Uhr jetzt, ja. Ja, berühre. Die erste Gruppe der Bomber kommt ran geht an die 6. Bricht ab, oder? Nein, negativ, hängt. Er hängt. Ich schieß gleich. Pylon und Hansi auch wackeln, mitkommen. Die Victor zweite Gruppe wackelt. Victor folgen. Louis oben bleiben. Nicht alle auf die Hurricane, sind 400. Habt die Hölle beschädigt. Schießen, schießen bitte. Und gibt's... Warnt die Bomber bitte. Der Harry. Harry ist hat gebrochen. Er ist aufgesprungen. Kommt ihr wieder hoch, wie du? Ja, wir kommen natürlich wieder hoch. Ich werf so bei 700 Meter, hau ich alles raus. Blind. Victor. Gut gemacht, ich geh nicht bis ganz runter, das war blöd. Fahr da alles durch. Jo, wir sind noch hinter euch, über euch. Horido. 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 Heftige Flacke übrigens. Der Start unten ist noch gerade ein Jäger gestartet. Gerade in unsere Richtung, nördliche Richtung von der Startbahn aus. Und da fliegt jetzt die höheren Bomber, glaube ich. Victor, ja, die Bomber, es sind ein paar umgeflogen. Wie du Bomben los? Drei Bomber oben, drei sind unten. Victor, ich geh mal runter. Die unteren Pilot kommen wieder hoch gleich. Freiheit, Karai, seid ihr noch dran? Ja, ich bin in deiner weiten 6. Ich hab einen Zickzack fliegen müssen. Schauen wir mal, wie viel wir es zerstören. Wie du ziehst irgendeine Fahne. Ich zieh eine Fahne. Wie du. Hurricane 8 Uhr jetzt unterhalb. Ich habe anscheinend Flak-Treffer bekommen, weil ein paar Instrumente sind bei mir zerstört. Horido. Horido, sehr schön. Gerade eine gespawnt und startet. Ziel auf Grandvilliers wäre jetzt genau 270 Grad. Victor, Bomber gehen 270. Abdrehen. Wir bleiben 7 zusammen. Unterhalb, noch eine Hurry gemeldet. Führungsmaschine tief zieht Fahne. Ja, bin ich. Führungsbomber tief. Vido, wir kommen runter zu euch. Wenn ihr hochsteigt, kommen wir runter und bleiben hinter euch noch. 1, 2 an die erste Gruppe. Grün. Ich nehme Schub raus, Karaja. Ich hab ein kleines Tanklecker, ja, kein Problem. Erste Gruppe bleibt erstmal auf 240. Wir müssen den Platz ein bisschen umfliegen, sonst fliegen wir direkt drüber. Nee, wenn du einfach nach Westen fliegst, sind wir doch schon raus. Schnell nach Westen, raus. Passt auf, Jäger, da waren tief noch einige oder zwei mindestens Hurrys gemeldet eben. Hans Jard und Pylon dran? Gut, aber spätestens jetzt können sie nicht mehr starten. Ja, die waren schon in der Luft. Also eine war schon gerade gestartet, als die drei drüber gerauft sind. Hurricane, Luftkampf, tief. Wenn weiter auf 270. Flugfeld sind wir jetzt langsam schon weg. Bleibt bitte wieder dran an den Bombern. Bleib ich bin immer noch im Luftkampf, Mann. Dann bist du auf dich allein gestellt wahrscheinlich. Gut, dann ist es so. Danke. Wenigstens mal einer, der was sagt. 270. Höhe der Bomber 1. Ich korrigiere ständig sehr langsam im Moment Freiheit. Gehst du gerade über Rolf? Die schon, oder? Ja, ja, wir gehen jetzt auf 270. Wir gehen jetzt aus. Ich kann höchstens eine 500 Kilogramm Bombe draufwerfen. Hast du das Front-MG ausgebaut? Das Front-MG ist nicht mehr da. Ja. Hey, da mussten hinter. Ich bin jetzt ganz langsam, Vorsicht, Freiheit, Karaja. Wie seht ihr uns?
Ja, okay. Wir sind direkt noch 300 Meter über euch, hinter euch. Das hast du ein bisschen spät gesagt. Victor. Nee, hat er schon gesagt, das hast du nur zu spät gehört. Ich bin auf 1, 2 und grün, steigend. Victor. So, wir halten die Höhe. Grün, Level. Okay, okay, ich erhöhe wieder Leistung. Victor, wir sind ja, kommen jetzt hinten und bei euch rein, wie du siehst. Alles klar, alles klar. Dass die Ziele, die da hinten aufploppen? Das sind drei Flugfelder. Wir gehen auf das mittlere Grandville. Nee, sorry, das nordöstliche. Wenn die dann später aufploppen, ich sehe sie exakt noch nicht, da dürfte noch ein bisschen dauern. Ja, Haut von denen hat eine Betonpiste, das ist schon zerstört und liegt am Wald. Wir können wahrscheinlich sogar ein bisschen gute 270 fliegen durch die 10 Grad Abweichung und dadurch, dass wir ein bisschen südlich raus sind. Ja, ein bisschen ins Plus. Also ein bisschen Nord. Gut gemacht, Jäger. Ist ja jetzt super. Ja. Die Bombe auch, wir sind alle zusammen. Super, klappt. Jetzt langsam müsste man die Flugfelder schon sehen. Ja, ich habe ein Flugfeld, das ist halt von denen auf 11 Uhr. Das ja, genau, zweite, an dem Wald, gell? Auch auf 11, oh ja, Victor. Ja. Nee, das ist immer gut auf Kurs, aber wie es aussieht. Und du willst das ganz westlichste nehmen, ne? Nee, das nördlich, nordöstliche sozusagen, Grandvilliers ist das. Das müsste doch ein Ziel sein, gell? Ja. Familie ist, ja. Okay. Kruger, wie sieht's aus? Immer noch Luftkampf nördlich, Flugplatz, bin allerdings in der Vorteilsposition. Sehr gut, Vorteil halten. Victor, verstanden. Und ausbauen. Aus. Also ich sehe das am Wald und das an der Stadt. Da sind doch zwei auf unserer halb 12. Das sind die von, glaube ich, oder? Ja. Das ist, glaube ich, nicht Haute Fontaine. Das müsste doch, warte mal. Halb 12 direkt vor der Stadt, ne? Ja, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Die große Stadt wundert mich ein bisschen. Oder wir sind bei Dings drüben. Bei den zwei Flugfeldern. Wir sind zu weit südlich, glaube ich, gell? Ja, ja, genau. Ja, Victor, sind wir auch. Müssen wir ein gutes Stück noch über Rolf drehen. Warte mal, Beauvais, können wir da nicht nach Kreil fliegen? Hm, nee, gut, ja, aber da ist ja nichts los, oder? Also, ehrlich gesagt, dann doch lieber nochmal schnell über die Roten drüber heizen. Wir drehen ab nach Rolf. Wurde Poix schon gebombert? Ja. Okay, Victor. Bei Beauvais sind wir, da müssten wir ja wieder hochfliegen, also 200, 300 Grad oder sowas müssten wir fliegen, ne? Ja, gute, ja genau, gute 300. 3,7 Rost hin. Achtung, hinter der Bombe tief saugt sich ein Hurricane ran, lass er nicht, wir scheren mal aus. Bombe geht auf. 3,15, 3,15. Du müsstest von hier langsam auch schon Haute Fontaine wahrscheinlich dann sehen. Luftkampf hinter den Bombern. Hier rein. Bitte bleibt ein paar bei uns, es dürfte gleich noch relativ. Ja, wir sind nur zu dritt hier. Keine Angst. Victor, ich bleibe auch. Und ich kann das mittlere nördliche sehen, das fliegen wir jetzt an. Sehr schön. Kurs wäre dann 300 Grad sogar. Karaya Fighter, machen wir dasselbe wie gerade. Wir gehen runter, schmeißen aus paar hundert Meter Höhe dann aber ruhig schon ab. Und schließen uns dann sofort wieder den anderen drei Bombern an, oder Vido? Sollen wir dann hochkommen? Genau. Ja, Victor. Wichtig halt vor allem schnell bleiben, da ruhig. Weiter geht's aber rund, meine Fresse, du. Ja, ja, die blende ich noch. Die letzten beiden Bomber bitte mal ein bisschen aufschließen oder vorne etwas langsamer machen. Ja, es geht. Ich bin nur kurz ausgeschert, weil ich nach hinten schauen wollte. Du wolltest Kruger helfen, ne? Genau. Hat sich sowieso erledigt, bin unten. Hurricane erfolgreich abgedrängt, wir kommen zurück. Sektor. Gut gemacht. Ich sehe das Ziel im Moment noch nicht, wie du bei all dem Cockpit hier 12 fliegst. 12 voraus, okay, ich fliege direkt drauf zu, ja, auf das nördliche. Haut von denen müsste dann auf 1 Uhr durchgehen.
Das andere Flugfeld ist Brombos, das geht auf 11 durch und wir fliegen nach Granvillers direkt hoch. Ah, Victor, ich glaube, ich sehe da oben Granvillers, genau. Hut von Tennis auf unserer 11, gell, genau. Ja, das ist Hut von Tennis. Dann warte mal, da muss ich mal noch nachgucken. Hut von Tennis auf der, ja, halb 1 jetzt. Ist 1 Uhr maximal. Sorry, Granvillers natürlich. Hut von Tennis auf der 11. Na, ich wollte schon sagen eben. Der mit der Betonpiste ist Hut von Tennis. Ja. Und Granvillers auf der eben halb 1-1. Mal kurz rüber rutschen. Muss schon ein gutes Stück noch über Rolf gehen. Komm schon relativ schnell ran. Victor, geh rüber. Kommt die Randfreiheit? Ja. Kurz. Ich brauche doch welche, die Flak auf sich ziehen. Wobei die, glaube ich, bei Granvillers sogar geht. Wenn du gleich deine Bomben wirfst, sagst du bitte Bescheid. Ja. Klappen sind noch offen, gell? Bomben scharf. Ui, ist der Server noch da? Wir haben sie ja gerade so zurückfällt. Ja, jetzt fliegen wir genau, siehst du es, wie du, jetzt eher schon wieder auf der Viertel vor 12. Wir gehen jetzt schon in den Sinkflug leicht, wie du. Alles klar. Bomber jetzt Generalkurs 330, kommt das hin? Bomber fliegen 330, ja. Okay. Also ich gehe leicht unter Karaya frei, kommt ihr ran? Ja, wir sind versucht, bitte. Ja, wir sind auf deiner 8. Das Feld auf eurer 11, was seht ihr einfach nur? 1-1 Atta. Ihr seid schon weg von uns, Dui, ne? Victor, wir gehen schon in den Sinkflug und kommen dann wieder auf 330 hoch. Victor. Überdreht den Motor nicht, den Vorsicht. Bombern. Erste Gruppe über Lisa. Wir liegen ein leichtes S. Dann können wir sie wieder aufnehmen. Alle folgen den Bombern auch, nach unten. Weber bleibt oben. Ich gehe eher in die Mitte des Platzes, hier könnt ihr entsprechend abwerfen. Ja. Ah, genau, ich werfe auf die Maschinen links am Ende des Flugfelds. Ihr denkt dran, du streust da. Ja, ich werde vorher schon werfen. Ja. Unüberdreht nicht, wir steigen jetzt die Drehzahlen. Achtung, ich bin jetzt auf 900 Meter, werfe gleich ab. Piraten 1 unterhalb werden gemeldet. Abwurf. Abwurf. Bomben raus. Volle Leistung wieder hoch, unten steigen gerade welche. Der startet gerade, 2 Stück sehe ich die starten. Jo, den einen. Ja, wir können Hurricane. Vollgas und wir steigen hoch. Ihr seid auf Kurs 330 noch, Vido? Ja, wir sehen euch unterhalb. Okay, direkt raus. Hier sind viel Flaggen. Einschlag. Ja, das war gar kein Ziel leider, Granvillers. Haben alle schön getroffen, die Bomben. Schade. Egal. Oder es war schon zerstört, eins von beiden. Seid ihr noch dran, Bomber? Ja, wir kriegen auch Blenheims jetzt gemeldet. Ich hab mir die Maschinen überzogen. Mist. Ah, ich bin vor euch jetzt. Ich hab zweimal gesagt, Freiheit. Bomber 1-0. Ja, oh Mann. Du, ich bin jetzt, glaube ich, vor dir. Aber ich schüttel mich so nach Hause. Da startet die nächste. Können wir zwei Mann Escort abstellen? Ja, ich gehe da drauf, auf die gerade. Ich bin blind, Karaya. Wo seid ihr von uns aus, von mir aus gesehen? 330, du warst gerade noch vor mir. Wir kommen jetzt. 330. Wir kommen runter ein bisschen. Wir sind jetzt auf, also Hallo 18 steigend. Victor, wir sind hinter euch, Entfernung 500 Meter. Ihr unter uns? Hinter euch, ja. Ich folge einem einzelnen Bomber. Wer ist das von uns? Das ist Freiheit. Last, der hat den Motor überdreht. Victor, klappen zu, dann halten wir den Kurs 3, ja, 4, toll. 5 jetzt. Ich habe die Fühlung zu den Restbombern verloren. 3, 4, 5, Karaya, Kurs. Wenn du grad Hallo Wolf 20, gehst, wir dieser, halten die Höhe 20. Ich hab eine Blenheim brennend geschossen und fliegt jetzt eine Bombe hinterher. Position haben wir noch Escort dabei? Blenny steigt aus. Ich sehe leider meine Höhe nicht wegen den zerstörten Instrumenten. Leistung anfassen. Heute oben, Wolf. Knapp unter der Wolkendecke. Ja, sauber. Bomber, welchen Abflugkurs hattet ihr? Kurs jetzt auf Nord, bitte. Genau Nord. Victor. Ich gehe auf 1-1 Atta, bitte aufschließen, alle. Wir ziehen ran, du. Victor. Bleibst du tief, Freiheit? Ja, ich bleib tief. Jo. Kurs Nord.
Ah, da kommen sie ran, sieht schön aus. Ja, auf jeden Fall sehe ich euch noch. Sieht jemand die einzelnen Karaja? Ja. Bin hinter dir und unter dir. Und die anderen Bomber sind auch gleich an euch dran. Du schaust deine tiefe 6 direkt über dir. Hab jetzt so schnell steigen. Warte, hinter mir. Ah, die 50. Wer ist das? Die anderen auch sehr finde ich. Das dürfte Vito sein über mir, der zieht mich nach vorne. Ja. Rolf, Lisa. Das ist Cats hinter dir. Lass die anderen erst drüber wegziehen, dann kannst du steigen. Ich reduziere auf 1-0, Atta. Victor. Also jetzt zwei, die über mich drüber fliegen. Wo ist der dritte? Hier sind alle die drei sind zusammen. Ja, eh, aber wo ist der dritte von der einzelnen Formation, von der ersten Formation? Ja, Freiheit hat auch Motor überdreht. Nein, der gehört ja zu uns. Der dritte ist ein bisschen auf Pilon, nur ein bisschen tiefer. Sehe ich nicht. Das bin ich. Vorsicht, nee, ihr seid ziemlich nah jetzt. Auf der Linie, so, ja, dieser Position. Ja, Pilon scheint auf meiner Seite zu sein. Du, wo gehen wir runter? Was willst du denn? Was Geld. Haben wir denn hier alles? Macht. League ist cool oder sowas? League ist cool, so hier, ne? Das, ja, wobei der schon zerstört ist offiziell, gell, aber... Macht nichts. Hat aber keine Landebahn, League ist cool, gell, keine offizielle. Ja. Ja, schnappen wir uns League ist cool, ist einfach zu finden am Wald. Okay. Ich muss nachher mal... an diese Mini-Datei rumschrauben, mit den Wolken. Unspielbar, diese Karte hier. Ruckelt's bei dir auch, Sky? Es ist eine reine Dia-Show. Oh. Sky, du gehst zurück auf 1-0, grün. Sky, schade, da war Kombini kein Ziel. Ja, leider, ne? Na, schade, ja, am Nagel, neuen Rechner. Ja, muss an deinem Rechner liegen, ich habe keine Probleme. Denkt, das klären wir aber jetzt nach dem Flug. Naja, das wird halt irgendwie so eine Software-Hardware-Kombination sein. Das sind halt so Sachen, die findet man halt da nicht. Ja, das kann auch im Skylon-Faktor liegen. Schönen grünen Video. Ja, danke, Bewolf. Ja, du. Ich denke nur zurück an die ganzen SweetFX-Problemchen. Wo fliegst du gerade hier im Verband? Das sage ich nicht. Nee. Wohl, oder? Oder uns folgen noch auf die weitere Entfernung einzelne Jägerkontakte. Sind das alles 109er bei uns? Jo. Okay. Ich hab schöner, du wolltest Sicherheit, du kriegst Sicherheit. Müsste sein, ja. Das ist wahrscheinlich Echlux. 3 Uhr gleiche Höhe, ja. Ich sink wieder leicht unter die Wolken, jetzt vielleicht gerade so die Kante erreicht. Wir haben Abbeville vor uns und den Wald bei Ligeskur auch. Ja, übernimmst du dann die Führung wieder, wie du? Zieh doch einfach an mir vorbei. Nö, du bist vorn. Oh Mann. Aber wenn ich jetzt in die Bremsen steige? Fahrgeleistung. Dann krache ich hier nicht rein. Seid ihr mittlerweile dran? Wir sind alle komplett. Dann höre ich auf 1-0 Atta zumindest. Freiheit wird als Geschenk an den Fans zurückgelassen. 2200 in grün. Man opfert mich. Bist du noch in der Luftfreiheit? Ja, ich bin noch in der Luft. Ich schüttel zwar, aber es geht. Ja, versuch's dann nach Hause zu bringen. Zumindest genau, nicht überdrehen. Also jetzt, dann je nachdem passiert da nichts. Auf jeden Fall schon. Und wir haben schön getroffen übrigens alle. Ja. Schöne 3. Aber ja, was war das? Aber die Bomben haben sich jetzt leider nicht wirklich lang gezogen bei mir, sondern die sind in einem Haufen explodiert. Ich wollte eigentlich die 50er drüber ziehen, über die 100 Container über die kommt. Flugzeuge, die aus Corridor geparkt waren. Ja, schön. Jetzt ist nicht mehr viel übrig, nur noch Octaville, ne? Dieppe müsste angeschlossen sein mit 50%. Ja, dann machen wir doch die App. Achtung, Feindmeldung, Ruhe. Indianer. 11 Uhr. Oh, ist okay. Aufpassen, Jäger. Der kriegt uns hoffentlich nicht mehr das Pack. Ja, ich sehe ihn, wie er reinkommt. Oben oder unten? Gib Bescheid, wenn er rankommen sollte. 11 Uhr wird er bei mir jetzt auch gemeldet. Hurry. Nee, ist nur 109. Hurry, 11 Uhr bei der Führungsmaschine. Ich hab noch keine Meldung. Oh ja, jetzt auch Jäger 11. Da kommt der nächste 109. Der war noch blind. Ja, ist ja auch nur 109er. Müsste tief sein, oder? Ich sehe unten gar nichts. Auf 9 Uhr von mir aus. Gleich ist selbe Höhe alles, aber heißt nichts. Vorsicht, wenn die aber ein paar hundert Meter drunter ist, die ist sofort da, die Hurry, wenn die schnell ist. Wir bauen und Balassar sinken mal runter.
wir bleiben erstmal auf Höhe, obwohl wir langsam den Sinkflug einleiten müssten zum Landen, aber versucht mal die zu finden, bitte. Landen kann ich, wo ich will, ne? Ja, wo ja. Du willst. Wir bräuchten mindestens eine Rotte oder zwei Rotten, die die Bomber beschützt beim Landen. Alpinatum Cats auf der weiten 6 der Bomber. Dui, sink mal durch, Dui. Victor, es könnte aber spannend werden, wir können uns auch Tramkur schnappen, da wäre es natürlich ruhig. Der Hurricane ist jetzt auf 4 Uhr oberhalb gemeldet bei mir, man kann ja schießen auch. Achtung, Hurricane stürzt runter auf die Bombe und schießt. Ja, er ist hinter mir. Oh shit. Komm mal hinten ran, ausweichen. Mann, Jäger, aufpassen. Vido hängt bei dir. Ja, Vorsicht, Vido hinter dir. Ah ja, alles klar. Wir gehen in den Landeanflug, Jäger. Schieß dir weg, wenn es nur eine ist. Ja, der scheint eh nicht viel zu merken, weil er bleibt dran. Führungsbomber jetzt. Er drückt an. Vido, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Jetzt kommt er auf Dui rein. Okay. Aber er macht es nicht wirklich. Ist noch nicht nah genug. Er wird beschossen, macht aber nichts. Ich weiß nicht, der. Nee, passt schon. Ja, kommt auf Vido wieder. Nee, ist vor Vido, glaube ich, oder? Sehr schöne Treffer. Ja, jetzt ist er vor Vido. Rami nicht, jetzt zieht er hoch. Eine 109 hat mich fast gerammt. Da gibt's keine Landebahn auf dem Platz. Oh Mann. Da war er weg. Da war ich auch weg. Sehr gut gemacht. Ach, nicht, hat doch wieder gerammt. Ich sag's dann noch. Von West nach Ost gehe ich landen, jetzt leicht über Lisa. Schließ mich an. Leban und Balthasar, zieht mal vor zum Platz und geben euch Schutz, während ihr landet. Wir fliegen Platzschutz. So, ist er weg? Ja. Weggerammt. Na, ich sehe ihn fallen. Die Einzelteile. Genau. Da war nichts mehr von über. Pilo und Hanseat, ich reihe mich hinter euch an, er zieht vorbei. Victor. Da ist noch eine 8, das ist Karaya. Ich komme zwischen rein, Karaya. Vorsicht. Bomber jetzt über Wald. Victor, wir gehen jetzt dann noch ein bisschen den Kurs hier 330 und gehen dann über Rolf landen, die Bomber. Alpinata ist jetzt dran. Schub zurück. Platz scheint soweit frei zu sein. Ich glaube, der ist schon zerstört, also sollte eigentlich keine Blendi vorbeischauen. Eine gute Information, ja. Wir haben einen Kontakt über Platz, ich weiß aber es nicht. Das wird ein blauer sein. Ich dachte auch, Cromwellie wäre ein Ziel. Ist doch egal. Ja, klar. Ja, war schöner gewesen, egal. Okay, Klappen raus, Fahrwerk raus. Video, Leistung raus. Klappen und Bordschütze raus. Lebano meldet Gartenzaun frei. Über Rolf vielleicht. Jäger drehen bitte Sicherungsrunden über dem Platz. Okay, wir haben eine Feindmaschine über dem Platz, aber die ist ganz groß, die ist im Luftkampf, die dürft euch nicht interessieren, aber wir gehen trotzdem mal drauf. Ich habe leider weder Höhen noch Geschwindigkeitsanzeige. Ach, für was brauchst du das? Gab's doch in den ersten Weltkriegsmaschinen bei ROF auch nicht. Zumindest teilweise. Ja, da habe ich wenigstens eine Entschuldigung, warum ich in den Tui reingecrasht bin und in einem feurigen Tod überlassen habe. Was ist denn das für eine Trauergeige da im Hintergrund? Wollte ich gerade sagen. In der Spelunke? Hat noch kein Fahrwerk draußen. Was bin ich? Ah, jetzt kommt's, jetzt kommt's, okay. Ich hab ein bisschen verzögert, um die anderen Mittel vorzulassen. Du im Endteil. In was für ein Teil? Nicht End. Also mit. Ach, egal. Im Enddarm. Achso. Levano, ich hab 6. Levano, ich hab 6. Apollo 15. Höher 6, aber hat da jemand vor sich? Ja, wer hat 6? Balthasar. Wo jetzt bist du? Rolf. Welcher Rolf? Ich kann sagen, wo du bist, wie hoch. Hallo 20 etwa. Am Platz? Ja. Nee. Welche Richtung? Ich bin auch Hallo 20 beim Platz. Richtung Süden etwa. Südlich. Aber hier sind noch andere 109 auf dem Platz. Also ich weiß, da fliege ich drüber und lande danach erst. Ich bin erstmal wieder frei. Rechts von dir runter. Flieg da. Ah, Traden ist auch am Server. Der nennt sich jetzt nämlich A6M5 gerade. Zero? Genau. Ah,
Karaya ist da spricht wieder unser Werbauer.